Hallo Leute, ich bin wieder da. Hi und herzlich willkommen zurück zu Doom mal wieder. Speicherpunkt. Was war das denn für ein Vieh? Ich glaube, heute gibt's mal direkt am Anfang schicke Action. Und ja, ich freue mich drauf, dann mal los. Aber welche Waffe rüsten wir aus? Ich würde mal erstmal sagen, das Schrotflintengewehr. Schrotflinte. Da ist gerade irgendwas vorbeigelaufen, glaube ich. Ich bin doch nicht blind. Okay, erstmal umgucken. Und ein bisschen riechen, das stinkt hier. Gewaltig. So. Brauche ich? Brauche ich. Ja. Danke. Vielen, vielen Dank. Hallo? Hi. Es ist kein Zufall, dass wir ihn gefunden haben. Die Dämonen haben seine Rückkehr vorhergesehen. Wenn er aufwacht, könnte er die ganze Mission gefährden. Er ist der Einzige, der es mit ihnen aufnehmen kann. Okay. Waren wir hier schon mal? Nee, oder? Das kam mir gerade irgendwie bekannt vor. Oh, guck mal, was ich... Oh, da liegt etwas. Hallo? Was ist das? Ein Bereich. Ein Bereich. Gut, haben wir jetzt hier. Ich blätter einmal durch. So. Und ja, das ist jetzt nur ein Bereich. Dann lassen wir erstmal so stehen. So, ich guck trotzdem mal ganz kurz mit Tab. Ist nichts viel. Die Sachen, die es gab, die haben wir alle schon benutzt. Oder eingesammelt. Da ist wieder was. Es wird eine offene Diskussion geben, um Fragen und Bedenken wegen der Verwendung von Dämonen. Jetzt quatscht er im Hintergrund. Melden Sie sich um 1400 Uhr in der Kirche. Komm, quatsche weiter. Okay, er ist fertig. Die Sauggranate, ich glaube, der fängt gleich wieder an. Das ist eine doofe Situation hier. Die Sauggranate wurde speziell für den Prätorenanzug des Doom Marines entwickelt, um die Agent-Rezeptoren in den Handschuhen und Brustpanzer zu nutzen. Die Granate hat drei Phasen. Wenn sie scharf gemacht wird, erzeugt sie ein positiv geladenes Partikelfeld um sich selbst und die Hand des Werfers. Wird sie... Ach ja, ich muss... Ein bisschen schwer heute zu reden. Ich habe mich nämlich verbrannt im Mund. Und wenn ich die Zunge nach oben drücke... Während des Redens, ist ja automatisch, drückt man die Zunge ab und zu nach oben, dann zieht das ziemlich, weil ich mich da verbrannt habe. Aber keine Sorge, wir spielen hier Doom. Hier wird nicht gejammert. So, weiter. Wird sie dann losgelassen und explodiert, erzeugt sie dabei ein negativ geladenes Partikelfeld über eine Distanz von mehreren Metern. Die negative geladene Partikel ziehen Agent-Plasma jedes Dämons innerhalb des Radius an und ziehen das Plasma aus ihren Zellen. Schließlich zieht der positiv geladene Patronenanzug die negativ geladene Agent-Wolke an und sammelt das Plasma auf, das wiederum den Anzug mit Energie versorgt, um den Doom-Marine dabei teilweise... Doom-Marine dabei teilweise heilt. So, also ja genau, sie saugt den Gegnern halt das Plasma aus und es heilt uns, um es mal kurz zu sagen. Gut, er hat nicht weiter geredet. Guck mal. Die Sounddatei wird gar nicht abgespielt, wenn wir das Menü aufhaben. Oder, ach, ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist. Aber ich glaube, hier ist gerade schon wieder jemand vorbeigelaufen vorhin. Wow! Nein! Oh, das habe ich gar nicht so schnell... Hallo, wer seid ihr denn? Gar nicht so schnell reagiert, habe ich gar nicht so schnell. So. So, kommt mal alle bitte hierher. Oh, ich muss mal eben... Da hinten haben wir einen Gegner, den ich nicht so sehr mag. Ja genau, ihr Kletteraffen. Ich hab nichts gegen Affen, aber... Aber... Die springen so rum wie so ein Affe. Ein hyperaktiver Affe. Ey! Ich hasse diese Dinger, ne? Diese Schildteile. Nicht, weil die ein Schild haben. Das ist nicht so das große Problem. Weil ich das Gefühl habe, dass die einen festhalten. Oh, hä? Wieso habe ich den geschlagen? Okay, der ist tot. Aha, daneben. Bäm. So. Das war... So, schon mal die Aufwärmphase war das jetzt so gesagt schon mal. Ja, guck mal, da ist der Aufzug. Komm mal bitte nach oben. Ah, geht nicht. Aufzug rufen? Hä? Das leuchtet. Ich kann es aber nicht machen.
Das leuchtet. Komisch. Boah, da drin ist Panzerung. Wo? Ach, jetzt kommt da erst so ein Grund. Oh, oh. Nein, 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 nein. Jetzt, genau. Oh, das ist hier eine richtig doofe... Heavy, du lebst immer noch. Eine richtig doofe Position. Oh. Wenn man bei denen ganz nah von hinten auf ihren Rücken schießt, oder was auch immer das da ist, dann macht das schon ordentlich Schaden. Das hier sieht aus wie ein übles Schachtfeld. Ist aber etwas klein von hier aus gesehen. Speicherpunkt. Was war das? Hä? Bin ich das? Ach, da oben. Der Aufzug geht nicht weiter, weil da oben jemand feststeckt. Mal ganz kurz hier. Oh, was ist das denn? Muss ich da lang? Nee. Ah, drücke E. Aber warte mal. Was ist denn das hier? Ah, Geheimnis gefunden. Oh, was bist du denn? Ah. Ich will da jetzt gerade noch nicht rein. Ah, gut. Ich will da jetzt nicht runter, weil... Ich bin mir auch noch nicht so sicher, was das ist. Warte mal, eben auf der Karte gucken. Nicht, dass wir danach nicht mehr zurückkommen. Warte mal. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt egal. Wir müssen ja hier lang. Warte mal. Hä? Jetzt die Markierung weg. Wo ist die denn jetzt? Die ist anscheinend jetzt da hinten. Ich mach mal ganz kurz den hier. So. Leg dich mal ein bisschen zur Seite. Oh. Und... Ich laufe da rein. Ha, ich habe aber keinen Schaden bekommen. Soll ich hier mal eben drunter? Ach, hier ist sogar mal gar überhaupt nichts. Oder doch, da. Sag bloß, da ist was versteckt. Darauf muss man ja auch kommen, das Ding hier aufzumachen, ne? Was? Ich wollte gar nicht die Granate reinwerfen, aber auch nicht schlecht. So als Vorsicht. Mal eine Granate reinwerfen. Boah, Hilfe. So. Ach, jetzt kommen wir wieder hier rein. Ja gut, los geht's, würde ich sagen. Ach, da ist ein Blutnest. Ah, Rüstung habe ich voll. Warte, 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 warte. Ich musste jetzt da runter, weil vielleicht hätte mir nicht der sonst getroffen. Wo ist der? Wo ist der? Da. Ah, er lebt immer noch. Jetzt, oh, dreimal getroffen. Nein, jetzt habe ich ihn nicht getroffen und er ist tot. Also ich habe ihn nur gestriffen. So. Eben die Monster hier erledigen, danach das Blutnest zerstören. Da oben ist eine Seele, die werde ich auch nehmen, wenn es heiter, wenn die Action hier voll aufgeladen ist. Boah, der hat gesessen. Okay, ganz kurz noch hier rum. Und jetzt können wir gerne loslegen. Jetzt wird's natürlich spannend. Hier ist direkt einer schon... Ah ne, das ist das Portal. Blutnest. Soll ich mir das Ding da jetzt schnappen? Warte, ich gehe mal eben hier hoch. Oh, den habe ich getroffen. Ah, warte. Warte, 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 warte. Ja, jetzt habe ich ihn. Okay. Müsste mal eben nochmal einen hochschießen, weil der im Glory-Kill-Modus war. Was bist du denn? Ah, warte mal, warte mal. Ich brauche eine andere Waffe. Oh, jetzt kommt der. Nein, nicht zu mir kommen mit den Explosionsdingern. Das ist natürlich ungünstig. Wenn der dann auf mich los... Warte mal, hier für den brauche ich ja die... Oh, ja, das geht auch. Ach, Mist, jetzt ist er tot. Egal, wir haben sowieso voll Leben. Warte, andere Waffe. Ach, jetzt der da schon wieder. Ah, guter Treffer. Ich bleib mal an dem dran. Ausweichen. Ja, komm, 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 komm. Ah, er ist tot. Okay, wow. Da habe ich für einen Moment überhaupt nicht mehr durchgeblickt gerade.
So, ich laufe mal gerade hier rum und erledige mal auch mal die Kleinen, weil die können auch nervig werden. Erst recht, wenn man die nicht mitbekommt und die auch einschießen. So, was ich eigentlich wollte, ist die Waffe. Weil die ist super. Erst recht gegen den hier, weil die im Nahkampf kommen. Und jetzt... Hä? Warum ist die Mod nicht drin? Hä? Okay, komisch. Ich habe sie anscheinend schon aktiviert gehabt. Oh, den haben wir. Gut. Hat er überhaupt nichts gedroppt? Doch ein bisschen. Ey! Was soll das denn hier werden? Mal eben Waffe wechseln wieder. Den nehme ich, den nehme ich. Oh, guck mal. Guck den Schlawiner an. So. Oh, warte. Da, den haben wir auch. Okay. So ist das gut. Panzerung aufsammeln. Na, da möchte ich jetzt nicht unbedingt... Ja, komm, geh nach oben. Lassen wir den mal noch ein paar Minuten überleben. Waren das jetzt alle? Nur noch die Kleinen? Weil die Großen, die gehen ja sofort auf an eigentlich. Ey, bleib stehen, ey. Ja, ey, wohin willst du denn? Schieße ich sogar noch... Hä? Schieße ich sogar noch daneben. Da ist einer. Hallo. Oh, guck mal da. Da ist ein Großer. Weißt du, für den habe ich jetzt was ganz Besonderes. Und zwar werfen wir mal bei ihm jetzt mal... Oh, Granaten rein, wollte ich gerade sagen. Warte. Bei denen sind, glaube ich, Explosionsschäden ganz gut. Huh! Wer hat mich da in der gehauen? Oh, wer seid ihr denn? Oh, das war ein nice Schuss. Hä? Oh, da ist noch einer. Ich glaube, damit haben wir alle. Ja. Speicherpunkt erreicht. Oh, mal ganz kurz hier. Mein Ohr juckt. Das darf natürlich nicht. Oh, wer seid ihr denn? Ihr kommt mal her. Oh. Der nächste. Warte mal eben. Oh, sein Kopf ist ab. Nee, ich habe genau seinen Kopf getroffen. Okay, da müssen wir anscheinend weiter. Aber ich gucke erstmal auf der Karte. Ah, guck mal da. Da haben wir doch mal ein paar Sachen. Ja, die Seele brauchte ich gar nicht. Pff, mal ganz ehrlich, ne? Nee, ich habe gar nicht so dran gedacht. Ich dachte, da kommt vielleicht nochmal zwei oder drei üble Gegner. Aber da kam nichts mehr. So. Ja. Keine große Herausforderung. Ich könnte mir das Ding jetzt einfach so schnappen. Ja, ich glaube, ja, komm, wir gönnen es uns einfach mal jetzt. Einfach so. Na, guck, dann können wir uns mal ein bisschen schneller bewegen. Hui! Hui! Ah, okay. Wie kommen wir denn da hin? Da durch die Lücke? Oder da hoch? Nee, da oben geht's ja nicht weiter. Mal eben kurz hier durch. Es werden derzeit Freiwillige für das aufregende Forschungsprogramm gesucht. Da! So, da müssen wir hin. Oder, oh, wie komme ich denn da hin? Da müssen wir weiter. Aber hier geht's zu einem versteckten Gang. Hä? Ah, da. Ah. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Hallo. Und Munition und Panzerung. Jetzt komm mal her, du. Komm mal her. Zack. Danke sehr. Was haben wir denn da? Prätorenmarke. Könnten wir auch mal wieder upgraden. Ich, ganz ehrlich. Ja gut, dann tun wir upgraden. Bin jetzt nicht so groß darauf aus, irgendwie abzugraden, aber... Können wir... 23. Oh, Mann. Aber das ist, glaube ich, für Waffe, ne? Naja, stimmt. Ist für die Waffe. Wir haben jetzt 7. Ja gut, was machen wir? Nachladezeit... Verstärker, Aktionsgeschwindigkeit, Navigationssysteme. Erkundungsgegenstände tauchen automatisch auf der Automap auf. Erkundungsgegenstände. Umweltwiderstand. Ah, das ist auch nicht schlecht. Das hier mache ich mal. Weniger Schaden durch eigene Waffen. Her damit. Fässerspaß. Explosive Fässer richten bei dir keinen Schaden mehr an. Überhaupt nicht mehr? Ja, komm her. Tun wir auch noch hin. Dann haben wir das voll. Jetzt haben wir nur noch 2. Da. Sollen wir mal.
Bei Aktivierung füllen Verstärker die Gesundheit bis zur maximalen Kapazität aus. Ach komm, wir haben noch zwei, dann machen wir das auch noch. Gut. Jetzt Waffe. Oh, warte, wir haben hier was. Elitewache. Ach, hier geht's um die Elitewache. Nein, ich habe den ersten. Doch, ich habe den ersten Eintrag. Ich habe beide Einträge. Juhu! Gucken wir mal Waffe. Was können wir denn da upgraden? Ich hätte da eine Waffe, die Plasmawaffe. Wo ist die hier, ne? Und zwar... Ist das jetzt... Nee. Dass da nie steht, welcher Name, welche Waffe das ist. Das ist doch die Laserwaffe, ne? Maschinengewehr, bla bla bla, blu bla blu, bli bla bli. Ja, das ist die Laserwaffe. Betäubungsbombe. Erhöht Explosionsgröße. Hitzestoß. Ne, Hitzestoß ist das, was wir haben, ne? Schüsse aus dem Plasmagewehr bauen viel schneller hin. Warte, ganz kurz mal eben. Plasmagewehr. Wir haben einmal diese Fähigkeit. Ach so. Ich dachte, das ist eine Art Schockwelle. Man muss darauf zielen. Deswegen haben wir den nicht getroffen. Mal eben wechseln. So, was ist das hier? Ne, das ist die Schockwelle, ne? Bin mir gerade etwas unsicher. Egal, wir haben so viele Punkte. Dann lass uns das doch einfach auf beiden ausgeben. Hä? Aha. Lass uns das einfach auf beiden ausgeben. So, Waffe. Ja, wir haben so viel. Machen wir erstmal die Betäubungsbombe. So, lädt sich schneller auf. Größere Welle. Kaufen wir auch. Das finde ich gut. Längere Betäubung. Kaufen wir auch. Und fertig. Das da unten ist ja eine Meisterschaftsherausforderung. Hier könnten wir jetzt auch nochmal kaufen. Aber ich gucke vorsichtshalber nochmal, ob wir eine schicke andere Mod haben, die wir verbessern könnten. Hier haben wir auch schon voll. Ja, die Waffe benutze ich nie. Die vergeudet auch nur unsere Munition. Zielerfassung. Erfasst den Mund deutlich schneller ans Ziel. Okay. Reduziert die Zeit, bevor eine weitere Zielerfassung möglich ist. So, dann haben wir das auch fertig. Ja, die Pistole braucht jetzt nicht unbedingt verbessert werden. Jo, dann gebe ich den Rest jetzt noch hier auf Hitzestoß. Weil wir's können. So, fertig. Schön, dann haben wir jetzt auch mal schön aufgerüstet. Das war's, dann gehen wir weiter. Wer bist du denn? Okay. Hier durch, hier durch, hier durch. Jetzt quatscht der Typ wieder da unten. Oh, was ist das denn hier für ein Geflacker? Einmal bitte aufreißen. Olivia hat die Höllenwelle im Rohr der Anlage aktiviert. Ich hätte gehofft, sie könnte sich von ihrem Einfluss befreien. Hey! Aber ich habe mich getäuscht. Sie war schwächer als ich dachte. Hey, du kleiner Fratz, ne? Wen suchst du? Wen suchst du? Ja, komm mal her. Hä? Macht, hä? Geht das hier nicht durch? Ist das Glas? Nee. Hä? Oder macht denen das einfach nichts aus? Hä? Ich glaube eher, denen macht es nichts aus. Huch, was ist das denn da? Voll die Kugel. Ich gehe mal weiter. Weiter, weiter. Rüst mal schnell eine andere Waffe aus. Ich habe hier nämlich kein gutes Gefühl. Mal hier aufgerissen. Oh, guck mal, was wir da haben. Eine Drohne. Ja, für was holen wir denn? Fürs Gatling? Ja, muss nicht unbedingt. Was, hier haben wir noch nichts. Ach, das ist das Gauss-Gewehr. Die Waffenmod-Taste kann die... Was? Ach so, rechte Maustaste. Kann die Läufe der Chaingun anlaufen lassen, ohne zu feuern. Halte die Waffenmod-Taste gedrückt, um die Waffe in eine mobile Lafette zu verwandeln. Machen wir mal. Ich mache mal aus Spaß, da mich das andere jetzt nicht großartig interessiert.
das Zielfernrohr. Oder? Ach komm, damit die Waffe auch eine Mod hat, geben wir sie mal den Gatling-Rotator. Danke sehr. Ja, damit können wir jetzt drehen, ohne zu schießen. Das heißt, wenn wir jetzt schießen, geht es sofort los mit den Schüssen. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ah. Erstmal gucken wieder, damit ich ja auch nichts übersehen habe. Guck mal, hier haben wir alles gefunden bisher. Da geht's jetzt weiter. Ja, Panzerung. Guck mal da. Das geht nicht auf. Lazarus Prototyp 1. Oh oh. Was höre ich hier? Ich höre hier so ein richtig lautes Stampfen. In der Ferne. Hier ist doch irgendwas. Falls ich hier was übersehe, ich gucke gleich nochmal auf der Karte. Ach, sag mir doch, dass du ein Gegner bist. Warte. Ach, oh. Wer kommt denn da? Warte, für dich habe ich... Warum wechselst du die Waffe denn nicht, wenn ich drücke? Hä? Ah, jetzt hat er sie eingesetzt. Jetzt, oh, super. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie das funktioniert mit dem Lähmen. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ach, guck mal, da haben wir sogar etwas übersehen. Ich sammle es mal eben ein. Oh, Monster. Oh, okay. Ach, was bist du denn? Hä? Von denen haben wir noch gar nichts. Unbekannt. Wer ist das? Hä? Ist das einer von diesen ganz großen? Nee, von denen hatten wir mal was. Auf den Kurax-Tafeln, die während der automatisierten UAC-Erkundung von 2143 entdeckt wurden, ist von einer Schlacht die Rede, die vor langer Zeit während des dritten Zeitalters im Reich des Titan stattfand. Während einer Expedition zu den Ebenen wurde verschiedene Relikte geborgen, darunter auch die versteinerten Überreste eines riesigen Schattenfürsten, von dem angenommen wird, dass es sich um einen uralten Barga-Dämon handelte. Forscher in den Lazarus-Laboren begannen damit, die Kreatur wieder zusammenzusetzen. Zunächst ging es nur darum, eine anschauliche Ausstellungsstück zu erschaffen. Als jedoch versucht wurde, versteinertes Gewebe mit geringen Dosen von plasmaartiger Argent-Energie zu verschmelzen, wandelte sich das Ziel des Projekts, denn die Energie konnte das Relikt reanimieren. Die Möglichkeit, lebendes Gewebe aus dem Relikt hervorzubringen und die Aussicht darauf, einen ultimativen Kampfdämon erschaffen zu können, waren einfach zu verlockend, um sie nicht zu nutzen. Das Projektteam schlug eine neue Richtung ein und begann damit, die alten Überreste mit hochmodernen Waffen zu verschmelzen. Ja, super. Und die greifen mich jetzt an oder was? Oder sind das mal Verbündete? Das wäre ja auch nett. Ja, wäre mal eine nette Geste. Das wäre ja schön, so ein kleiner Begleiter. Aber das ist klein, ne? So einen richtig großen Begleiter neben mir. So, ja, guck mal, wer bist du denn? Mach mal alle fertig. Das wäre ja auch cool. Aber ich glaube nicht, dass wir begleiten. Oh, lass mich da rein. Lass mich da rein. Da ist eine Runenprüfung. Wie komme ich denn da rein? Habe ich irgendwas übersehen auch? Anscheinend. Warte mal. Hier ist noch irgendetwas. Ich kann aber nicht ganz genau sagen, wo. Da unten. Wie komme ich denn da hin? Hä? Ist hier irgendwie ein Versteck? Da unten ist ein Weg, jo. Was ist das hier? Achtung. Kernnetze an Obergrenze. Kommen wir da nirgendwie runter? Vielleicht nachher. Ich hoffe es mal. Warte mal, da ist was. Da. Wenn wir jetzt hier... Ah! Gut zu wissen. Wieder versteckt hier. Zum Glück gibt es die Karte. Wow. Wow. Wow, wo sind wir denn hier? Automap. Karte aktualisiert.
Bereiche. Das war's. Ach, das war das Automap-Zeichen, ne? Hey, ich will die Map öffnen. Da. Da ist eine Runenprüfung. Das ist ja schön. Egal, wir gehen jetzt erstmal weiter. Da. So. Ich glaube, hier ging es weiter, oder? Bin ich jetzt auf der falschen Seite? Nee. Ist die richtige. Und wir haben jetzt eine Automap. Wow. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich Glory... Wow, hä? Du kleiner von der Seite Schleicher. Ach, guckt euch das Ding da an. Ich würde gerne wissen, was das ist. Aber jetzt haben wir einen Speicherpunkt. Gut, dann belassen wir es dabei. Vielleicht werden wir mal gucken. Ja, was heißt, was das ist, ne? Könnte man sich eventuell schon denken. Aber, ja, wie es weitergeht, sehen wir, seht ihr, sehe ich in der nächsten Folge. Also, bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye. Ciao, ciao. Tschüss.